Und damit zu Markus Preis in Kiew. Wie wichtig war der Besuch von Nancy Pelosi für die Ukraine? Naja, Präsident Zelensky hat ja mehrfach gesagt, dass er keine Zeit hatte für politische Touristen. Aber Nancy Pelosi, die zählt ganz sicher nicht in diese Kategorie. Man muss einfach sehen, diese Woche, die wurde hier in der Ukraine als ein möglicher Wendepunkt des Krieges empfunden. Nicht, weil es militärische Erfolge gab, sondern weil man nach dieser Woche einfach weiß, die USA sind als wichtigster Verbündeter offenbar ganz fest an der Seite der Ukraine. Es ging los mit der Konferenz in Ramstein, wo die USA 40 Länder zusammengebracht haben, die Waffenlieferungen organisieren. Das ging weiter mit der Ankündigung von Hilfen von 33 Milliarden Dollar, also auch finanziell eine ganz neue Kategorie, etwas, was sämtliche Hilfen der Europäer weit in den Schatten stellt. Und dann eben jetzt der Besuch von Nancy Pelosi, der dritthöchsten Repräsentantin der USA, die auch rhetorisch noch mal ganz klar gemacht hat, die Ukraine soll diesen Krieg gewinnen. In Mariupol hat nach einigen erfolglosen Versuchen die Evakuierung des Stahlwerks begonnen. Wie sind die Reaktionen? Ja, da gibt es eine große Erleichterung hier in Kiew und auch eine Freude. Die Leute wissen natürlich, dass es den Menschen in Mariupol, auch wenn man gemeinsam im Krieg ist, doch so unglaublich viel schlechter geht. Und vor allem die Tatsache, dass eben diese Evakuierung zustande gekommen ist, nicht durch eine militärische Spezialoperation oder durch einen Zufall, dass man einfach fliehen konnte, sondern dass die Ukraine und Russland es doch mal geschafft haben, beide die Waffen für die nötige Zeit schweigen zu lassen. Das wird als Hoffnungszeichen gewertet. Und Präsident Zelensky hat vor wenigen Minuten auch angekündigt, schon morgen, 8 Uhr Ortszeit, soll es den nächsten Evakuierungsversuch geben. Danke, Markus Preis in Kiew.